Hallo! Aber nicht hallo Anna, oder nicht, doch? Wir starten mit einer sehr erfreulichen und wichtigen offiziellen Nachricht. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, die uns gerade erreicht hat, bevor wir hier angefangen haben. Und zwar heute in Frankfurt, Frankfurt am Main, hat hallo Anna. Hier seht ihr die alte Version. Und hier, ich habe die neue. Die neue Version. Hallo Anna bekommen einen Preis, natürlich, und zwar den silbernen Preis für das beste Lehrbuch, sogenannter Belmar-Preis. Belmar-Preis für hallo Anna. Oh, hallo, ich bin auch Anna. Ja, Anna, fühl dich ausgezeichnet. Ja, fühl dich geehrt. Ich hoffe, du schlägst Silber oder Weißgold, dann entsprichst du auch der Stimmung heute im Kletto-Quartier, wo gefeiert wird. Das, hallo Anna. Ja, mein Wasser. Ein sehr gutes Lehrwerk auf den Preis bekommen hat, den es so verdient. Mit dieser guten Stimmung können wir jetzt anfangen, ne? Und zwar damit, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer vormittags recht und nachmittags frei haben. Jetzt ist Nachmittag, also Nachmittag, sogar Abend, jetzt haben wir alle frei. Alle haben wir frei. Aber was macht denn ihr hier? Und was machen wir hier eigentlich? Das ist eine gute Frage. Vielleicht schauen wir weiter, was wir da... Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Ja. Und zwar heißen wir euch heute herzlich willkommen zu einem bisschen anderen Thema. Ein anderer Ansatz zum Unterrichten, der euch vielleicht auch helfen wird, euch selbst zu diagnostizieren. Uns helfen wird, uns selbst zu diagnostizieren. Ja. Das Thema, allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Oder? Also heute werden wir über Lernen oder Lehrer eigentlich Typen sprechen. Und heute steht ihr noch mehr im Mittelpunkt als sonst. Wir sind hier einfach im Hintergrund halt. Mit allen Fragen und Antworten, die heute kommen werden. Und die erste Frage. Wie seht ihr euch selbst? Mhm. Kennt ihr das alles, diese... Wer bin ich? Wie sehen mich die anderen Leute? Und vielleicht könnt ihr euch, ja, das wollten wir mit euch machen, mit einem Wort beschreiben, mit einem Adjektiv beschreiben. Wer seid ihr wirklich? Wir spielen als Lehrer und Lehrerin natürlich. Ja, ja. Das ist wichtig. Vielleicht ein kurzes Schlagwort, ein kleines Blitzlicht. Wie würdet ihr euch einschätzen? Also ich würde sagen, ich bin nett. Das sagen jetzt alle. Ja. Ich würde sagen, ich bin kreativ. Das wurde mir schon abgenommen. Ordentlich, pünktlich und nachsichtig. Das ist auch so wie ich ordentlich als Deutscher muss ich das sein. Sagen die nicht kann, die keine Ordnung haben, weil der Kleingeist nur Ordnung hält. Das Chaos, das Genie überblickt das Chaos. Kreativität entsteht im Chaos. Streng, lustig, humorvoll. Manchmal chaotisch, empathisch. Schreibst du das hier? Nein. Humorvoll. Das war auch nicht ich. Dann warten wir noch kurz. Wie sieht der Leute schreiben noch? Witzig und sympathisch. Danke. Geduldig. Kommt Isa, danke. Ernst und nachsichtsvoll. Okay, ihr schaut ein bisschen weiter. Ja, und wir gehen auch weiter. Was euch das ein bisschen zeigen soll, die Anforderungen an Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer sind vielfältig. Vielleicht so wie an keinen anderen Job, an keine andere Berufung auf der Welt. Von den Eltern werden sie als zu nachsichtig oder zu streng gesehen, von den Schülerinnen und Schülern sowieso immer schlechter. Manchmal auch langweilig. Politiker sehen sie als Feinde oder als herausgeworfenes Geld. Man selbst zieht sich zwischen Größenwahn, man bringt den jungen Menschen das Leben bei, bis hin zu absoluter Verzweiflung. Ja. Und am Ende Was mache ich hier eigentlich? Genau. Was haben wir also heute vor? Was haben wir heute vor? Das ist eine richtige Frage. Zuerst werden wir dann versuchen, mit euch zusammen festzulegen, welcher Lehrerinnen-Typ seid ihr? Mhm. Dann gehen wir so einen Lehrertypen überhaupt und generell, welche gibt es, was steckt dahinter?
Und dann zeigen wir euch 3 Stunden Verläufe, wie man, wenn man schon weiß, welcher Ledertyp man ist, wie man dann dieses Wissen dann im Unterricht einsetzen könnte. Und zum Schluss, unser komplett wieder im Bild, was wir dann im Komplett für jeden Ledertyp finden können. Genau. Also es geht heute um Komplett, es geht aber auch primär erst einmal um euch und eine Selbsteinschätzung. Und da fangen wir ganz an. Mhm. Bitte treten Sie näher, kommen Sie zu uns auf die Couch. Es gibt einen kleinen Psychotest. Ihr braucht, darf ich das sagen? Ja. Das ist auch wichtig. Dann kannst du weitergeben, damit die ein bisschen Zeit bekommen. Ihr braucht ein Blatt Papier und was zum Schreiben. Zum Schreiben und Papier. 1, 2, 3. Oh, wir sind wieder da. Jetzt kann ich reden. Ja, kommen Sie näher, kommen Sie auf die Couch. Wir wollen mit euch einen kleinen Selbsteinschätzungstest machen. Mit folgenden Vorbemerkungen. Nummer 1. Natürlich bildet das nicht eure Persönlichkeit im Ganzen ab. Ein Test ist immer eine Schablone, ein Muster der Welt und als solches kann es nie genau euch abbilden. Zweitens. Es gibt in diesem Test keine richtigen und falschen Antworten in der Gestalt, dass ihr jetzt sagt, ich muss das angeben, weil das besser ist. Nee, ist egal, wie ihr euch dann fühlt und was zu euch am besten passt. Genau, denn es gibt hier keine schlechteren und besseren Typen, keine Helden und Ganoven oder so etwas, sondern der Test kann euch helfen, euch selbst in eurem Lehrerinnensein zu reflektieren. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ja. 2, 3. Hast du noch was? Wir fangen jetzt an und spielen auch selbst natürlich mit dem Test. Wissen wir? Ich will schon wissen, wer ich bin. Okay, ich weiß das noch nicht. Na gut, die erste Frage, bitte. Genau, was ihr macht, ihr schreibt euch einfach A, B oder C auf. Und wir lesen euch jetzt einige Fragen vor und dann notiert ihr A, B oder C. Wie gesagt, es gibt keine falsche Antwort. Alles ist richtig. Und zwar, welche Art von Hausaufgaben gibst du am liebsten auf? Nummer A, Festigungsübungen zur Grammatik und Lexik. B, Projektaufgaben. C, das hängt von den Schüler, Schülerinnen bzw. der Klasse ab. Mal Grammatik, mal Präsentationen. Mhm. A, B oder C. Nein, ihr müsst es hier schreiben. Schreibt es nicht hier auf. Schreibt das für euch auf, weil das auch eine sehr intime Geschichte ist. Schreibt das für euch auf ein Blatt Papier oder merkt es euch oder ins Telefon oder ähnliche Sachen. Einfach hier auf die Hand schreiben, kann man das auch machen. Okay, gehen wir weiter. Dann. Du wolltest das noch vorlesen. Wie oft setzt du Prüfungen bzw. Tests ein, wenn es um die harten Dinge geht? Ja. Also wie oft setzt du Prüfungen oder Tests ein? Ich kann ja sagen A. Oft Kurztests nach jeder Einheit, Tests nach jedem Kapitel. B. Ab und zu. Und davor ermutige ich die Schüler, Schülerinnen dazu, Selbstkontrolle-Tests zu Hause zu machen. Oder C. Nur wenn es wirklich, wirklich nötig ist und sich nicht vermeiden lässt. Ich ziehe eher das Gesamtbild einer Schülerin, eines Schülers in Betracht, als das testfähige Wissen. Mhm. Schreibt es für euch selbst auf. Für euch selbst, nicht hier im Chat. Ausnahmsweise. Okay, wir gehen auch weiter. Nächste Frage. Du führst die Lexik zum Thema Möbel ein. Welche Idee gefällt dir am besten? A. Ich präsentiere den Wortschatz aufgrund der Fotos oder mit Hilfe von Fotos. In der nächsten Unterrichtsstunde mache ich einen Kurztest. Oder B. Ich zeige die Reproduktion von einigen Bildern, zum Beispiel Egon Schiele, das Zimmer des Künstlers in Neuenbach. Danke. Wir benennen die Gegenstände auf den Bildern und suchen Informationen über die Künstler im Internet. Oder C. Wir arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe bespricht ihre Traumwohnung und dabei müssen natürlich Kompromisse geschlossen werden. Und die Schülerinnen zeichnen einen Wohnungsplan und kleben dort beliebig die Fotos, die sie gefunden haben, ein. Mhm. Jetzt wieder für euch. A, B oder C. A, B oder C. Und gleich kommt die nächste Frage. Jetzt. Du führst ins Thema bestimmte Artikel ein. Wie machst du das?
A. Ich zeige die Artikel in den Aufgaben im Lehrerbuch, dann verweise ich auf den grammatischen Rahmen und fasse die Informationen zusammen. Mhm. Oder B. Ich schreibe der, die, das an die Tafel und frage, welche Funktionen diese Vokabeln haben. Die Schüler, Schülerinnen äußern dazu ihre Ideen und zusammen formulieren wir grammatische Informationen. Oder C. Wir sehen uns einen Nachhilfefilm über die Artikel an. Danach wiederholen wir kurz die Funktion von bestimmten Artikeln und machen ein Kettenspiel. Der oder Zemelski, die oder Zajczynski oder Idwamnok. Und letzte Frage. Eine Aufgabe dauert länger als geplant und du wirst mit dem geplanten Stoff nicht fertig. Was tun? A. Am Anfang der nächsten Unterrichtsstunde mache ich alle übrig gebliebenen Aufgaben. Oder B. Die Präsentationsphase ist doch am Anfang. Meine Schüler, Schülerinnen haben also das nötige Wissen, um den Stoff selbstständig zu bewältigen. Ich sage, welches Material sie zur Verfügung haben. Oder C. Ich organisiere ein festigendes, kurzes Spiel mit den wichtigsten Konstruktionen und dann gebe ich individualisierte Hausaufgaben. Am Anfang der nächsten Unterrichtsstunde frage ich dann nach eventuellen Schwierigkeiten. Mhm. Und ich glaube, wir sind schon mit den Fragen fertig. Habt ihr da alle Antworten notiert? Seid ihr fertig jetzt für das Ergebnis, was kommt? Ja? Also ich habe hier brav notiert. Ich habe das alles hier auswendig eigentlich. So. Okay, dann schauen wir mal. Mhm. Fertig. Gut. Fertig. Wenn Isa das sagt, dann... dann heißt das, wir sind fertig. Genau. Wir müssen fertig sein. Und was ihr jetzt habt, ist wahrscheinlich irgend so eine Mischung, ein Buchstabensalat, der so aussieht wie die DNA, so B, A, C, C oder so etwas. Das werden wir gleich auflösen. Noch einmal, jetzt nicht traurig sein, wenn der Typ, der hier herauskommt, nicht eurem Typen entspricht. Das sind 5 Fragen. Ja. Normalerweise müssten es 50 sein, 100 sein. Aber vielleicht zeigt es ein bisschen die Tendenz auf. Also, jetzt auf der Couch von Dr. Yusena. Welcher Lehrertyp, Lehrerin-Typ bist du? Wir beziehen uns hier auf einen Ansatz von Fenstermacher und Saltis. Approaches to Teaching, also Zugänge zum Lehren und Lernen. Mhm. Und die unterscheiden in einer Klassifikation, die das wir aber... Genau, weil was hier wichtig ist, das ist nicht die einzige Klassifikation, nicht die einzige Aufteilung. Es gibt auch mehrere andere und wir zeigen euch nur eine von vielen Möglichkeiten, die es gibt. Aber die ist sehr praktikabel, weil sie 3 Typen nebeneinander stellt oder gegenüberstellt in einer Art und Weise. Und zwar A, Leiter, Leiterin. B, Befreier, Befreierin. Und C, den Therapeuten, die Therapeutin. Und ihr seht schon, wer mehrheitlich A jetzt als Antwort hat, ist ein Leiter, eine Leiterin, bei B, Befreier, Befreierin, bei C, Therapeut, Therapeutin. Was bist du? Viva la Revolution! Ich bin ein Befreier. Viva la Revolution, würde ich sagen. Ich bin auch eine Befreierin. Mhm. Bei mir ist es nur B und C eigentlich. Genau, bei mir ist es etwas durchgemischt. Also ich liege irgendwo zwischen Leiter, Befreier und manchmal Therapeut. Aber wie gesagt, noch einmal, das ist nichts, was euch jetzt brandmarkt und ihr auf euer Leben das seid, sondern Stempel. Heute wird auch in anderer Hinsicht befreit, denn zu wissen, was es für Typen gibt, macht es möglich zu handeln. Und die wollen wir euch jetzt ein bisschen vorstellen. Ja, was heißt das, dass wir jetzt Befreier, Befreierinnen oder Therapeutinnen sind? Ja, was bedeutet das, dass Jolanta zum Beispiel eine Leiterin ist? Ja, das werden wir euch fangen wir auch an. Kurz vorstellen. Und zwar auch hier noch einmal, das sind natürlich generalisierte Formen. Wir sind alle irgendwo dazwischen, aber eine Leiterin wie Jolanta zum Beispiel hat im Mittelpunkt den Lerneffekt, die Leistung der Schülerinnen und Schüler. Sie, also jetzt Jolanta, sagt jetzt einfach mal, Jola, du Arme. Übernimmt Verantwortung, ja, übermittelt Wissen, prüft auch die Ergebnisse oder überprüft die Ergebnisse und verlangt primär Erlernen. Also wir sehen das an dem, und noch einmal, also jetzt nicht über Jolla lachen, ja, primär sieht es ein bisschen so aus, der Wissenstransfer läuft von
Jolla auf die Schülerinnen und Schüler. Mhm. Ja? Ja, wie sieht das jetzt, oh, nicht hier, sondern hier, bei den Befreierinnen und Befreiern aus? Da sind die Schüler eher als Partner gesehen. Wichtig ist da, dass die Schüler selbst das Wissen erwerben, weil da im Mittelpunkt steht der Lernstoff und das Wissen, das, was die Schüler jetzt gerade bekommen. Mhm. Ja, wir sind da nur einfach der Partner, der zeigt den Weg, den richtigen Weg. Ja. Also ein großes Schlagwort, das da im Raum steht, ist natürlich die Autonomie. Mhm. Ja? Allerdings auch, bevor wir weitergehen, die Gefahr ist natürlich, sind eure Schülerinnen und Schüler wirklich eure Partner in einem Lehr-Lern-Prozess? Also ihr merkt es. Das ist doch richtig ganz, ne? Deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Eva ist auch eine Befreierin, also wenn ihr so seid wie Eva, dann seht ihr eher das Wissen, das den Schülern ein Licht aufgeht, im Mittelpunkt eures Schaffens. Mhm. Gut, und? Aller guten Dinge sind drei. Genau, da brauchen wir auch den Therapeuten. Und jetzt muss ich meine Brille so richten. Ich habe meine zu Hause gelassen. Therapeuten stehen im Mittelpunkt die Schüler und Schülerinnen und ihre individuelle Entwicklung. Als Charakterzug wäre so etwas wie Empathie, also dieses empathisch sein wichtig. Schüler und Schülerinnen bekommen von euch individuelle Unterstützung und stärker als den Lehrplan, Leistungen oder andere Dinge stehen die Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen für euch im Mittelpunkt. Und die Entwicklung, dass sie sich entwickeln, weiterentwickeln, selbst die Wege auch erkennen. Man kann auch sagen, es gibt Bezugsnormen in der Korrektur, da gibt es eine objektive, das ist eher Leiter, eine soziale, das ist eher, würde ich sagen, Befreier und eine individuelle Bezugsnorm in der Bewertung, das ist der Therapeut. Also ihr seht, es gibt Überschneidungen zwischen den pädagogischen Theorien, die ihr auch im Studium gelernt habt. Und was ihr seht, ist hier ein bisschen... Dass wir die Schüler einfach so tragen und uns bemühen, dass es ihnen auch gut geht, dass sie sich weiterentwickeln und aufpassen, dass sie wirklich das richtige Wissen bekommen. Also Kascha ist eine Therapeutin, aber es wird auch gesagt, manchmal bin ich zu empathisch. Das kann natürlich ein Problem einer ausgeprägten Therapeutin sein. Ja, von jedem was ist die beste Mischung. Genau, wichtig ist aber schon, also ich persönlich würde sagen, dass ich eher Richtung Leiter-Befreier tendiere, während du eher... So Therapeutin-Befreierin bin. Und das ist gut zu wissen, weil alle drei Formen, alle drei groben Formen... So wie Verlänger zum Beispiel. Ihre Berechtigung haben. Ja. Ja? Und wenn wir dieses Wissen haben, können wir uns besser auf den Unterricht vorbereiten. Und besser dann auch im Unterricht mit den Schülern arbeiten, denn wir wissen, was wir von uns selbst erwarten können und wie wir die Schüler jetzt behandeln können. Das genau. Ist so. Und wir haben für euch jetzt auch drei Stundenverläufe vorbereitet. Mhm. Und zwar exemplarisch an Komplett 1 Plus oder Komplett Plus Nummer 1, wo ihr seht, dass quasi mit jedem Lehrertypen oder Lehrerinnentypen mit Komplett gearbeitet werden kann. Mhm. Ja? Und wir haben das gleiche Material genommen für alle drei Stundenverläufe. Und zwar wollen wir euch das kurz zeigen. Die Stunde trägt das Oberthema, wann hat Steffi für Jonas Zeit? Also Tagesablauf, ganz normal, Wochentage, Tagesablauf, was wir da machen. Genau, und ein Material, das wir da haben, ist die Aufwärmung im Kursbuch, wo quasi so ein Moment ist, wo... temporale Ausdrücke ein bisschen gelernt werden sollen. Wiederholt werden und dann können wir weitergehen. Jetzt haben wir da weiter. Wir werden hier noch einen Dialog haben. Dann haben wir eine ganz normale Aufgabe, eine Übung zum Ergänzen und eine Höraufgabe und dann eine Phonetikaufgabe. Also Hörverstehen und Sprechen stehen dort. Und dann noch Hausaufgaben. Also ohne Hausaufgaben geht nicht, manchmal. Aus dem Arbeitsbuch quasi hier wieder Hörtext und Einsetzen, also so Hörschreibübungen quasi, dann Wochentage zuordnen und auch nach Übersetzungsmethode eine Übersetzungsaufgabe. Speedvokabeln, ja? Okay. Okay, soweit so klar,
Okay, ja. Das ist so unsere, das sind unsere Grundlagen. Und was wir jetzt mit euch machen wollen, ist, wir zeigen euch drei Szenarien. Mhm. Aber sagen nicht, welches Szenario für welchen Layla-Typ ist. Mhm. Und ihr notiert euch auch wieder. Schreibt es euch wirklich auch selbst auf, nicht in den Chat schreiben. Mhm. Jedes Szenario passt ganz stereotyp auf einen der drei Typen. Also Leiter, Leiterin. Befreier, Befreierin. Oder Therapeut, Therapeutin. Und wir wollen euch erst diese drei Szenarien vorlesen quasi. Also wir haben hier was herausgearbeitet, was richtig gut dazu passt. Und dann werden wir das auflösen und dann können wir das auch noch ein bisschen diskutieren. Ja, und wir fangen an. Auf geht's, heute müsst ihr arbeiten. So, Szenario okay. Nummer 1. Die Klasse sitzt im Kreis. Der Unterricht beginnt wie immer mit einer schnellen Runde Wie geht's? Die Aufwärmung 1b folgt und Arbeit ist im Plan. Dann lesen die Schüler, Schülerinnen den Einführungsdialog und hören dabei die Aufnahme 35. Mhm. Wenn die Wörter am Montag, am Dienstag und so weiter fallen, zeigt der Lehrer diese Tage in einem Kalender. Beim zweiten Hören ergänzen die Schüler und Schülerinnen die Sätze aus Aufgabe 1. Mhm. Dann wird die Lösung im Plenum überprüft. Die Phonetikaufgabe 2 wird dann im Chor gemacht, damit sich niemand schämt, die Laute auch übertrieben deutlich auszusprechen. Und als Hausaufgabe werden die Übungen 1 und 2 aus dem Arbeitsbuch aufgegeben. Und die Freiwilligen können sogar ein modernes Gedicht mit Wochentagen schreiben. Zum Beispiel Inspirationsquelle für die, die schon Englisch oder besser Englisch können, ist It's Friday, I'm in Love von The Cure. Okay, ja? Das war's. Die erste Stunde ist vorbei. Genau, die erste Stunde, das erste Szenario ist vorbei. Nicht hinschreiben in den Chat, was, ja. Was ihr denkt, sondern merkt euch das. Mhm. Jetzt kommt die zweite Stunde. So, ah, danke, jetzt bin ich dran. Ich bin immer gestresst, wenn ich was vorlesen muss. Der Lehrer steht vor der Klasse. Am Anfang macht er einen Kurztest zum Material der letzten Lektion. Danach fragt er die Schüler nach ihren Aktivitäten. Spielst du Gitarre, gehst du ins Kino und so weiter. Die Schüler lesen den Einführungsdialog auf Seite 48 und hören die Aufnahme zu, der Aufnahme zu. Der Lehrer beantwortet eventuelle Fragen. Die Aufgabe 1 wird individuell gemacht und dann im Plenum überprüft. Dann folgt die Phonetikaufgabe 2. Jeder spricht ein Wort nach und der Lehrer korrigiert sofort die Aussprachefehler. Die Übung 2, Seite 30 im Arbeitsbuch, wird auch in der Klasse gemacht und die Übungen 1a und 1b als Hausaufgabe aufgegeben. Zu Hause sollen die Schüler und Schülerinnen auch die Wochentage erlernen. Okay. Schnell, ne? Die Stunde war irgendwie schneller vorbei, glaube ich. Die Stunde war schneller vorbei, weil du so schön liest. Und nicht nee, so schnell. Langsam leiernd wie ich. Okay, Szenario 2, so weit, so gut. Wir lassen es jetzt mal unkommentiert und gehen zum Szenario 3. Tada! Die Klasse sitzt im Kreis oder im Viereck. Die Schüler, Schülerinnen hören die Aufnahme 35, ohne in den Einführungsdialog zu gucken. Ein Brainstorming folgt. Alle verstandenen Informationen werden dann an die Tafel geschrieben. Danach zeigt der Lehrer bzw. die Lehrerin einen deutschen Kalender und lässt die Schüler die Wochentage ins Polnische übersetzen. Ein Mini-Wörterbuch wird daraufhin an die Tafel geschrieben. Die Schüler, Schülerinnen lesen den Dialog im Kursbuch und prüfen die Informationen auf der Tafel nach. Bei unverständlichen Stellen verweist der Lehrer, verweist die Lehrerin auf das Wörterbuch und auf die Kärtchen Merke dir im Kursbuch. In Paaren machen danach die Schüler und Schülerinnen die Aufgabe 1 und als Hausaufgabe Phonetikaufgabe 2 im Kursbuch, Übung 1 und 2 im Arbeitsbuch. Die Schüler sollen auch ihre Aktivitäten aus der ganzen Woche in Form einer Collage vorstellen. Mhm. Und das ist Szenario 3.
So. Jetzt ein bisschen wie im Radio ist es genau. Ja, ich habe da diese Radiostimme. Ja. Das, lieber Herrschaften, waren die Nachrichten. Und nun, meine Damen und Herren, bitten wir Sie interaktiv teilzunehmen. Und zwar? Schreibt uns, wie das Ganze zusammengeht. Mhm. Leiter A, Befreier B, Therapeut C. Und Unterricht 1, was war das? B, 2, was war das jetzt? Und dann 3, was war das? B, A, C, C, A, B oder B, A, C. Wir haben alle drei Möglichkeiten jetzt gerade bekommen. Mhm. Nee, A ist nicht an erster Stelle. Genau. Es gibt ja, das ist ja Mathematik und alles andere, was immer für mich irgendwie schwierig war. Okay, C, A, B, B, A, C, A, B, C, C, B, A. Okay, also ich, im großen Teil ist das, was ich bislang sehe, das, oder was wir sehen, in einer Sache sind sich die meisten einig, und zwar das zweite Szenario stellt einen Leiter, eine Leiterin dar. Ja? Ja. Beim ersten und beim dritten scheint es also ein bisschen schwierig zu sein, schwieriger zu sein. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, das ist auch nicht so richtig einfach zu abzutrennen. Ja? Das ist nicht so einfach abzutrennen. Wir werden es mal anschauen. Und zwar die Auflösung. So, Szenario 1, das war, das der ist? Therapeut. Warum? Ihm geht es um die individuelle Entwicklung. Die Schüler können im Chor miteinander arbeiten, dass niemand diese Komm-heraus-Situation hat. Ja. Ja. Und es geht um Freiwilligkeit, intrinsische Motivation fördern. Und da bei den Hausaufgaben auch ein bisschen Projektarbeit, wieder dieses Autonomie, was man da noch weiterentwickeln kann. Genau, und hier sind wir bei Autonomie. Frage an euch, die relativ viele haben den die Befreierin an die erste Stelle gesetzt. Mhm. Warum habt ihr das gemacht? Was war euer Eindruck im ersten Szenario? Was hat dafür eine Befreierin oder einen Befreier gesprochen? Schreibt uns das mal vielleicht. Ich bin auch interessiert, weil das ist für mich auch immer ein bisschen... Also das ist für mich auch ein bisschen problematisch, immer zu sagen, ist das ja jetzt gerade Therapeut oder wirklich Befreier? Ne? Mache ich da eher diese... Also bei dem Befreier kann man auch über Individualisierung sprechen. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass wir dann die Klasse nur als Ganzes sehen. Wobei, ich würde sagen, für mich wäre als... Ein wesentlicher Punkt ist, wir haben ja ähnliche Ausgangssituationen, wir haben diese Kreissituation nicht, das sieht man hier schon, diese klare Meister-Novize-Lehrer-Schüler-Konstellation, sondern wir haben quasi eine Auflösung des Ganzen. Ich persönlich würde sagen, die Hausaufgabe mit Freiwilligkeit spricht für den Therapeuten, der individuelle Potenziale nutzen möchte. Denn, genau. Wenn man da ein Projekt macht, kann man das individualisieren. Ne? Das genau. Genau, und auf alle Fälle... Hier machen wir das Projekt gut. Ja. Genau, das zweite Szenario, da seid ihr euch fast alle einig gewesen. Das ist der Leiter, ganz klar. Lehrer steht vor der Klasse, ja. Der macht einen Kurztest, er will Leistung abprüfen, er will die Sicherheit haben, dass das abfragbare Wissen auch wirklich gesättigt ist, also sich niedergeschlagen hat. Und da arbeiten die Schüler auch einzeln. Es gibt nicht so viel Partner- und Gruppenarbeit und da wird einfach individuell gearbeitet und im Plenum wurde das Ganze geprüft. Das ist auch so typisch. Ja? Wir lesen vor, was wir da gerade gemacht haben. Vorteile dessen, ein Leiter zu sein, ist, ihr wisst es besser als eure Schülerinnen und Schüler. Ja? Und wenn die untereinander sprechen, wenn die Fehler machen, dann geben die Fehler so weiter. Und hier kann man sofort korrigieren, wenn ein Fehler vorkommen würde. Ne? Das ist ja auch der Vorteil. Genau. Lässt die Fehler da nicht entstehen, nicht so schnell entstehen. Genau, zum Beispiel also so etwas wie Phonetikaufgabe. Mhm. Jeder spricht ein Wort aus und der Lehrer korrigiert sofort die Aussprachefehler. Ja. Vorteil, die Fehler werden vielleicht nicht mehr gemacht, wenn der Lehrer, die Lehrerin das gut erklärt. Nachteil,
das kann schon sehr demotivierend wirken. Ja. Ja? Genauso wie beim Therapeuten diese Freiheit auch erstmal schwierig sein kann. Ja? Mhm. Und nicht jeder Schüler will individuell angesprochen werden. Genau, weil nicht jeder fühlt sich auch in dieser Situation total entspannt. Ja, man muss sich auch ein bisschen entspannen, das einfach weglassen. Manchmal braucht man diese Leitung, weil dann weiß man, was man lernen soll. Ja, der Laschet schreibt, es gibt gute Vorteile, aber die gibt es für jeden Ansatz, auch für das Szenario 3. Genau. Da haben wir es mit einer Befreierin zu tun. Ganz zentral ist natürlich, die Schülerinnen und Schüler werden als Partner gesehen. Im Brainstorming gibt es keine richtigen und falschen Antworten. Jede Antwort steht gleichermaßen, das ist auch das Wichtige bei Brainstorming, auf der Tafel an einer gleichen Stelle. Nicht untergeordnet, nicht nebeneinander, sondern... Alles genauso wichtig. Ja? Und hier, wie du gesagt hast, kann man auch nie so viele Fehler machen, ja? Weil alles ist richtig. Genau, und die Schüler dürfen übersetzen, nicht der Lehrer sagt, ja, Montag ist Konnichiwa weg. Sondern die Schüler dürfen das selbst ermitteln und der Lehrer gibt dann etwas aus seiner Hand. Denn was ist, wenn ein Schüler auf einmal sagt, ja, ich habe aber gehört, dass Montag Torek ist. Ja. Das ist ein blödes Beispiel, aber nehmen wir andere Szenarien, wo es durchaus so der Fall ist, dass es ihr oder wir in unserer Lehrtätigkeit die Zügel aus der Hand geben und auf einmal sagt ein Schüler was, aber ich habe das ganz anders in Deutschland gehört. Oder in dem Film kam das ganz anders und dann steht ihr da. Für den Leiter, die Leiterin, ist diese Problematik erst einmal nicht wirklich gegeben. Ja, und dann gibt es noch diese Kerzen, merkt ihr was? Das ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir den Schülern diese Autonomie geben, dass sie selber das Wichtige für sich herausfinden können. Genau. Was ihr aber schon seht, auch in Lehrplänen, auch in Lehrbüchern, das werden wir auch gleich noch einmal wirklich ausführlich mit euch oder wollen wir noch mal ausführlich mit euch machen, es dominiert niemals eine Form. Es gibt nicht den Nürnberger Trichter wie im 17. 18. Jahrhundert, dass das Wissen in eine Person hineinkommt und das wird vorgetragen von einem Meister und der referiert mit dem Rücken zu den Leuten. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt allerdings schon auch, dazu zähle ich mich als Schüler und Schülerin, für mich war Leistung schon wichtig. Also nur viele Freude Eierkuchen und am Ende singen wir alle ein Lied, wäre mir manchmal zu wenig gewesen. Also ich wollte dann schon auch wissen, wo stehe ich. Am Anfang ist das okay, wenn man da diese positive Atmosphäre im Unterricht haben möchte. Aber irgendwann kommt es dazu, dass die Schüler auch mehr Leistung brauchen. Und die wollen auch Leistungen haben. Und sind wir uns ganz ehrlich, irgendwann kommt die Matura. Ja. Und da wird geprüft. Ja, also das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite. Irgendwann kommt das Leben und dann wird ja auch geprüft. Weil nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Eine der wenigen Sachen, die ich noch aus Latein kenne. Andere Seite ist natürlich, das wollen Lehrpläne, das ist der kommunikative Ansatz ein wenig. Mhm. Das ist auch dein Leib- und Magenthema. Autonomie, das ist ein Ziel der Lehrpläne. Wir wollen autonome Individuen haben. Nur manchmal sind die autonomen Individuen einfach so ein bisschen überfordert mit der Autonomie und die wissen nicht, wie sie mit der Autonomie umgehen sollen. Deswegen brauchen wir diesen Leiter, der doch den Weg zeigt, wie man mit der Autonomie umgehen sollte. Genau, also begleitend leitend könnte man auch so in der Art sagen. Und das andere ist natürlich, das wisst ihr genauso wie wir, das wissen wir alle, aber wir benutzen es selten, da sitzen nicht 30 Schüler, sondern da sitzen Leon, Jolla, Polla und Anna. Anna, hallo Anna, sitzen lauter Individuen. Ja. Und natürlich ist eine Sache auch die, je genereller ein Ansatz ist, desto mehr geht an Individuum vorbei. Genau. Und Anna lacht und Anna als Lehrerin weißt du auch, gerade jetzt sagen wir es mal so, wir unterrichten ja nicht in Schulklassen oder sehr selten nur in Schulklassen. Eure Superpower ist, und das ist wirklich eine große Kraft, also da muss ich immer den Hut ziehen, ihr müsst all diese drei Dinge unter einen Hut bekommen. Ja, das ist am schwierigsten manchmal, ne? Das ist schwierig. 30 Schüler, 2 Stunden die Woche. Manchmal nur eine. Eine Stunde mit Respekt dem individuellen Heranreifen, Autonomie unterrichtend, aber auch auf die Leistung, die ein Ministerium will, die Schulleitung will, die Eltern wollen und Kollegium, die Schüler selbst wollen. Irgendwo nach dazwischen und dann
Das heißt, ihr seid auch ein bisschen zerrissen, aber wichtig ist vielleicht zu wissen, wo ich mich eher sehe, weil ich dann auch anfangen kann, nachzudenken, was kann ich ändern, was soll ich ändern, wie mache ich weiter, wie werde ich besser? Und da sind wir auch vielleicht bei dem Punkt, welche Vorteile. Genau, wo sind unsere Stärken? So können wir diese auch entdecken und sehen. Und hier fangen wir wieder mit der Individualität an und darüber haben wir schon relativ viel gesagt. Vielleicht jetzt etwas zur Effizienz. Effizienz ist der Punkt, wenn ich gebe ein Beispiel wieder in einem Selbstbeispiel. Ich bin als Lerntyp individuell ein eher visueller Lerner. Mhm. Wenn ich jetzt in einem Unterricht sitze und nichts aufgeschrieben wird, dann werde ich nicht so effektiv zu meinem Ziel, was auch immer das sein mag, kommunikative Kompetenz, gute Noten, was auch immer, kommen können. Und andersrum, manchmal brauchen das, weiß ich an der Uni, Studenten und Studentinnen wollen eigentlich eine Sache genau von jemandem, der mehr Ahnung hat, als sie erklärt haben. Ja. Die wollen sich keine Grammatikregeln selbst erarbeiten. Manche. Die wollen die einfach bekommen. Die wollen die bekommen. Und genau. Die auswendig lernen zum Beispiel. Also Sie sehen, Individualität der Schüler auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Effizienz und Effektivität. Weil ihr wisst das am besten, was man in diesem Moment den Schülern geben sollte. Ja, wenn wir nicht so viel Zeit haben, nur eine Stunde in der Woche und 10 Themen, die wir besprechen müssen, dann wir, also als Lehrkräfte, sind diejenigen, die wissen, okay, die brauchen das und das und das mache ich jetzt mit ihnen, weil das gerade Effizienz ist. Das ist effizient in diesem Moment, das bringt ihnen was. Genau, aber es soll nicht immer nur um die Schülerinnen und Schüler gehen, denn Unterrichten ist ja auch ein starker Selbstfindungsprozess. Sehr schön, was du sagst. Man steht ja auch nicht so schön wie Kassik, was wir gleich nochmal sagen werden. Das trifft das wirklich besser, als wir sagen könnten. Das könnten wir als den nächsten Satz einfach bei uns genau. Hier. Aber zuerst noch einmal die Sache. Wichtig ist es nicht nur, es ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler wichtig, verschiedene Lehr- und Lernstrategien zu kennen zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, sondern auch für die eigene, hier würde Humboldt sagen, Bildung. Selbstvervollkommnung. Gut, dass nicht nur ich etwas aussprechen kann. In der Hinsicht, es gibt die sogenannte dialogische Selbsttheorie von einem Holländer Hubert Hermans, quasi entwickelt aus verschiedenen Quellen heraus, von Völkerpsychologie über Lehr- und Lernstrategien, in dem es eben darum geht, dass Lernen und dadurch, weil wir als Individuen immer lernende Wesen sind, ja, Identität sich nur entwickeln kann im Dialog und in der Pluralität. Mhm. Also Dialog kann heißen, ich setze mich, vielleicht macht ihr das jetzt, ich auch. Ich denke mir manchmal, das habe ich jetzt im Unterricht zu leitend gemacht. Ich hätte den Schülern, den Studenten, Studentinnen mehr Autonomie geben müssen. Und in diesem Falle kann man auch einen Selbstdialog führen. Dass wir reflektieren, was wir gemacht haben. Und wir ziehen auch für uns neue Schlussfolgerungen für das weitere Leben, für unsere weitere Arbeit. Genau. Und dann natürlich auch pluralistisch. Das ist, es gibt nicht nur eine Sache. Es gibt niemals eine richtige Sache. Nein. Außer natürlich das Webinar anzugucken, ist die einzige richtige Sache. Um mit Komplett zu arbeiten, die zweite richtige Sache. Okay. Aber es gibt das, was du gesagt hast, immer ist eine richtige Sache. Immer danke, nein. Drei, ne? Und der Lehrer hat immer recht. Ja. Ja, das ist natürlich auch ein Ziel. Okay, aber am Ende führt das zum Erfolg. Oder Kashik hat das wunderbar gesagt. Das Ziel sollte sein, leitet die Befreiung mit therapeutischer Nachsicht. Das ist. Hier sollten wir schon Schluss machen, glaube ich. Ne? Aber wir dürfen nicht. Wir haben noch einiges zu sagen und zu zeigen. Denn wir kommen dadurch zum Erfolg und raus aus der Komfortzone. Das finde ich super. Hier passiert die Magie. Das ist ja schön gesagt. Wenn wir unsere Komfortzone einfach mal vergessen und uns den neuen Weg einfach den einschlagen und den gehen. Und ganz praktisch, das gilt fürs Leben, aber für den Unterricht auch, eine Lehr-Lernform wählen, in der wir vielleicht weniger Kontrolle ausüben. Also oder auch weniger Erfahrung haben, mal was anderes
probieren. Warum denn nicht? Wenn es nicht gut läuft, dann läuft es halt nicht gut. Aber daraus haben wir auch was gelernt. Genau. Oder auf der anderen Seite die Rampensau sein und die Sachen zentralisiert in Anspruch nehmen. Also ihr merkt, das gibt, finde ich, immer die Möglichkeit, aus dieser Komfortzone des Unterrichtens herauszugehen und sich selbst zu befreien. Und sich selbst weiterzuentwickeln. Genau, so würde ich sagen. Aber jetzt sind wir mit Testen für heute noch nicht fertig. Wir haben noch einen Test für euch vorbereitet. Leistung, Leistung, Leistung. Wir leiten dieses Webinar, meine Damen. Ja, wir befreien euch dann erst am Ende, so noch 20 Minuten. Erst dann werdet ihr mit therapeutischer Nachsicht in den Abend entlassen. Befreit. Okay. Und zwar wollen wir mit euch Folgendes machen, weil wir euch ein bisschen zeigen wollen, wie Komplett Plus, mit dem ihr ja arbeitet, euch als Lehrer und Lehrerin-Typ unterstützt oder eurem Wesen entspricht. Und zwar zeigen wir euch jetzt, ich mache es gleich mal so. Okay. Zum Beispiel die Wortschatz-App, die ja über Pons, über Fischki mit dem Komplett-Lehrbuch gekoppelt ist. Welchem Lehrer-Lehrerin-Typ entspricht das? Schreibt dann einfach in den Chat A für Leiter, genau. B, das ist Freier. Freier oder C, Therapeut. Was denkt ihr? A, B oder C? Befreier, schreiben alle. Ja, manche auch Therapeut. Aber vor allem ist das der Befreier. Und? Richtig, genau. Weil das ist diese wieder quasi Autonomie, würde ich sagen. Das ist ja nicht die richtige Autonomie, noch nicht, weil wir da hier ein bisschen steuern müssen. Den Schülern zeigen, welches Kapitel das ist, wo der Wortschatz sich befindet, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen Autonomie, weil sie selbst die Ziele hier setzen können. Genau, und sie müssen quasi auch selbst die Verantwortung übernehmen für ihr Lernen und Lehr-Lern-Prozess, der unterstützt werden kann, natürlich durch, soweit bist du schon, nur so Spielelemente. Aber das ist klassischerweise, würde ich sagen, Befreier. Ja, wir gehen hier weiter. Jetzt haben wir die Kurztests. Also Kurt, ruft für beide Gruppen, A und B. Wir haben da zwei Gruppen. Was meint ihr? Für welchen Typ sind das immer die besten? Also das, ihr seid gute Zuhörerinnen und Zuhörer und habt da sofort verinnerlicht. Ah, schneller als ich das hier gefunden habe, ne? Ganz klar, Leiter, Leiterin, Wissen, fundiert abfragen, Leistung steht im Mittelpunkt. Und natürlich, ihr bekommt ein Werkzeug. Also auch das ist natürlich cool für euch, selbst wenn ihr totale Therapeutinnen seid. Ihr müsst prüfen. Ab und zu schon. Ne? Ja, ab und zu muss es geprüft werden. Und manchmal helfen ja auch diese Kurztests den Schülerinnen und Schülern. Und hier ist es auch schön, dass man die auch selbst ändern kann. Man kann die Aufgaben auch selbst ändern. Man kann das editieren und dann noch bearbeiten. Und das geht auch schnell und auch nicht so viel Zeit, um die Aufgaben an die Schüler anzupassen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist auch, ihr habt Arbeitsbelastung, ihr müsst viele Dinge machen, da ist schon Test da. Das ist auch nicht das Verkehrteste. Ja, die suche ich mir immer von dieser kreativen Seite. Und ich bin da eher die Pünktlichkeit und so weiter. Pünktlichkeit, was ist das für ein Wort? Okay, Einstufungstests. Auch interessant, auch das bietet komplett Einstufungstests, wo man selbst herausfinden kann, wo man so steht. Was wichtig vor allem am Anfang. Was denkt ihr? Gruppenbildung. B. Ist ja nicht so einfach, ne? Ja, es hat länger gedauert. Bei den Kurztests war. Sofort. Und hier? Dieser Chatverlauf ist diesmal besonders lustig, weil man denkt, es wären irgendwelche Kinder nur da, die irgendwelche Knöpfe oder irgendwelche Buchstaben drücken würden. Aber wenn man zuhört, weiß man, was Sache ist. Okay. Jetzt kommt die Lösung. Und jetzt werdet ihr überrascht sein. Hä? Therapeut? Aber warum? Warum Therapeut? Warum brauchen Therapeuten Einstufungstests? Weil der
für die Schülerinnen und Schüler selbst ist. Sie können individualisiert sehen, wo sie sind. Also quasi eine, einerseits ein Fragezeichen. Hey, das haben wir heute noch nicht gesagt. What the fuck? Sie können das quasi nach ihren eigenen Bedürfnissen organisieren dann und sehen, wo sie weiterüben wollen. Genau, um zu wissen, wem man helfen muss. Aber auf der anderen Seite haben all die Leiter und Leiterinnen angebenden gar nicht so sehr Unrecht, denn man kann einen Einstufungstest auch als eine Art Kurztest sehen und dadurch Ergebnisse definieren überhaupt erstmal. Ja, also einen Test, den man auch am Ende des Schuljahres macht, um zu sehen, wie viel die Schüler gelernt haben. Dementsprechend an der Uni, wenn man in Deutschland studieren möchte oder auch, denke ich, in Polen an manchen Studiengängen, Einstufungstest ist erst einmal auch ein Leistungstest. Ja. Ja. Also dementsprechend möchte ich den A-drückenden Leuten auch nicht Unrecht geben. Ja. Das ist auch okay. Oh, dann bist ja du. Ja, das ist ein bisschen ungünstig, dieses Foto hier. Unser Format Nachhilfe, das kennt ihr ja hoffentlich. Ja. Ich wollte sagen, mit diesem Fame muss man leben. Aber okay, Nachhilfe. Nachhilfe, das ist der kurze Filme, wo wir über Grammatik sprechen und dann, ich habe schon die meisten gesehen. Hallo Anna. Auch du kriegst die silberne Medaille für Joel. Ja, also Grammatik. Grammatische Phänomene werden da geklärt, die besonders wichtig für die Schüler sind und schwierig auch, die Schwierigkeiten bewerten können. Was denkt ihr, A, B oder C? Ich auch, aber da kommt keine Antwort. Da muss man nachdenken. Aber H und M hatten wir hier nicht. C, C, C. C, B. Gerade schreibt, ah doch, Isa. Wahrscheinlich Beata noch. Schauen wir mal. Wir warten noch ein bisschen, bevor ich schon gerne hier klicken würde. B oder C? Nicht A, C, D, C, sondern B, C. B, C, B, C. Wir würden das mal einschätzen als Befreier, Befreierin. Warum? Es ist ein wenig autonomes Lernen. Es macht es möglich, selbst die Verantwortung zu übernehmen. So gut ist zumindest gedacht, dass die Schüler das auch alleine sich anschauen können. Auf der anderen Seite individuelles Lerntempo, dass der Mensch in seiner ganzen Bildung steht im Mittelpunkt. Man versucht, verschiedene Zugänge zu schaffen. Also, ihr seht das. Der Rapport, Befreier, es liegen gar nicht so weit weg voneinander. Genau, sehr oft, glaube ich, gibt es eine große Überschneidungsmasse. Aber, wie gesagt, super. Also, BC. Jetzt, Spieler. Im Intro gibt es verschiedene Spieler. Das sind oft Integrationsspieler, aber auch andere Typen von Spielen. Für welchen Lehrertyp eignen sich diese Spieler? Schauen wir mal. C. Du sagst aber nicht ich. Ich hätte ansonsten, das sieht man hier, wenn du drückst. Also, echt? Ach, sowas. Okay, also hier sehe ich eindeutig C. Und? Ja. Therapeut. Ganz klar, Gruppenintegration, Entwicklung verschiedener Fähigkeiten, auch sogenannter leichten Soft Skills, ja, Empathie, die Fähigkeit verlieren zu können, einander zu helfen. Also das auf alle Fälle auch klassisch therapeutisch, möchte ich sagen. Weiter, Fokus auf Grammatik. Hey, das wird jetzt einfach. Ja, sollte schnell gehen. Justina sitzt schon da, wahrscheinlich mit drei Fingern. Und was ist A, B, A? Aber hier, guck mal, alle A, A, A geschrieben haben. Und ich glaube, mit dieser Antwort waren alle auch richtig. Ja, das ist ganz, ganz klassisch. Ihr seht auch, manchmal wird, ich reite jetzt ein bisschen die Welle für den Leiter, manchmal wird der Leiter diskreditiert als Lehrfunktion, aber Grammatik. Es ist halt so. Ja, ne? Manchmal ist so. Jugendwort, ist so. Genau. Okay, weiter. Landeskunde. So als Begriff einfach, mit vielen Möglichkeiten, Texten, Aufgaben, Projektaufgaben, Spielen, Wortschatzspiele, also alles Mögliche unter dem Begriff Landeskunde.
BBBBB steht hier. Die sind richtig gut, muss ich sagen. Ihr seid Spitzenklasse. Ganz klar, Wissen der Schüler anreichern, die Schüler auch zur Autonomie im Handeln zu veranlassen, also zum Beispiel in der Lage zu sein, in einem Wiener Kaffeehaus einen Kaffee richtig zu bestellen. Ja? Mhm. Spitzenklasse. Max, hast du einen Vlog gemacht oder was? Ja, es gibt vielleicht, hoffentlich kennt ihr den, da haben wir auch sehr viel Mühe. Und gleich wird Anna schreiben, ich habe alle Folgen schon gesehen. Anna, ah, ja, hallo cool. Anna, zweites Mal eine silberne Medaille. Ah, sogar stimmt das, was ich gesagt habe. Ja, also in dem Vlog versuchen wir Themen, kommunikative Themen, auch aus den Videos, die es quasi im Arbeitsbuch gibt, noch einmal aufzuarbeiten und in Möglichkeit auch in einer attraktiven Art und Weise. Aber nicht attraktiv, weil wir attraktiv sind, nur weil die Themen so attraktiv sind. Die Themen sind attraktiv und ja, es ist auch, glaube ich, kurzweilig, weil 5 Minuten Länge und wir versuchen das auch immer in eine Geschichte einzubetten. Ja, und das eignet sich auch sehr gut für den Unterricht. Man verliert auch nicht so viel von der Zeit, die man genau. Und in dem Arbeitsbuch sind auch quasi ist der Vlog auch ein eigener Punkt, den man unter dem Vlog verfolgen Fenster quasi immer sehen kann. Ja, und dann gibt es auch weitere Projekte und Aufgaben zu dem, was man gerade sich angeschaut genau. hat. Aber für welchen Lehrertyp ist das? Weil wir quatschen hier nur so, aber warten jetzt auf eure Antworten. Vor allem A, B oder C. Ich sollte hier so bang, bang, bang irgendwas machen. Schauen wir mal, ob wir Tinder wieder... Ah, Miss Tinder! Die goldene Medaille heute. Der Lucky Luke des heutigen, die Lucky Luca des heutigen Webinars. BBB oder die mit Punkten. Oder, weil es so schön ist, ein ja. Smiley und es liegt irgendwo dazwischen. Ja. Zum einen natürlich Autonomie, man kann es sich selbst anschauen, Wissen steht im Mittelpunkt, auch kulturelles Wissen. Auf der anderen Seite therapeutisch, weil man kulturelle Unterschiede kennenlernt, man hört das individualisiert nochmal aus deinem, meinem Mund und natürliche Kommunikation. Und ich denke schon auch, wir respektieren uns einigermaßen. Einigermaßen. Und wir verhandeln auch immer kulturelle Unterschiede. Ja. Okay, schön. Schritt für Schritt. Hier gehen wir Schritt für Schritt zum Abitur eigentlich. Mhm. Das sind die Aufgaben, die auf die Abprüfung vorbereiten. Also ich sollte das nächste Mal bei einem Websystem auf die erste Antwort tippen. Justina. Ah, ah, ah. Okay. Ja, leider. Das ist klar, würde ich sagen. Strukturierung. Aufgabe, wir verstehen, Leser verstehen, Grammatik, Wortschatz, alles. Gut. Noch ein Beispiel, Comic. Auch hier, das ist in der Rubrik im Ernst, gibt es quasi Fortsetzungsromane und einen Comic dazu. Mhm. Eine andere Form, eine moderne Form quasi auch Deutsch zu vermitteln. Was ist es? A, auch B. Mit vielen Jugendwörtern. Vielen Jugendwörtern hier zum Beispiel oxidieren oder rumoxidieren. Mhm. Kommt noch krass vor. Geil ist nicht mehr ein Jugendwort, oder? Geil ist schon kein Jugendwort mehr. Nee, es ist so. Ist so, ist so. Ist so, genau. Oder eben Fly sein, ja. Da werden auch Jugendworte verhandelt. Safe oder sowas, ne? Oder gut. Das aktuelle Jugendwort ist ja Ehrenmann, Ehrenfrau. Ja. Eine Person, der man sehr viel verdankt. Tada, ich habe schon die Lösung gezeigt. Aber ich sehe hier auch ganz klar, selbstständige, kreative Arbeit wird hier gefördert und man kann das machen. Im Unterricht so etwas zu verhandeln, ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Das ist der Autonomie der, genau. der Lehrer, der Schüler und Schülerinnen. Gut, noch ein paar Beispiele. Spielseiten, die sind vor allem im Arbeitsbuch mit verschiedenen Spielen zum Wortschatz, vor allem so zum Wortschatz. Die Strukturen, die grammatischen Strukturen kommen nicht so oft vor. Es geht vor allem um Wörter. B. Aber Justina, wo bist du? Hallo? Justina, J.S. Du hast die Führung verloren.
Justina, machst du dich gerade einen Kaffee? Nein, Justina hat schon. Also, wir haben bestimmt mehr Justinas. Justinas. Schauen wir mal. Okay, B oder C, B oder C. Und, dass ihr seht, Befreier, Raum für Kreativität, aber auch Wissen, das da steht. Beides. Und Projekte. Das wird ganz einfach für euch jetzt schon sein. Genau. Projekte gibt es bei auch den Schritt-für-Schritt-Seiten, aber auch immer wieder integriert. Und das sind normalerweise Aufgaben, die über das Lehrbuch hinausgehen, würde ich sagen. Wo man ein bisschen individuell auch arbeiten kann, aber in Gruppen. Recherche auch für Projekte machen im Internet. Autonome Recherche machen kann man da. Also wir haben schon viel gesagt. Und ihr macht das auch perfekt. Klar, also Aufgaben können so verteilt werden, dass jeder als Therapeut, dass jeder seine Stärken einbringt und jeder sein Lerntempo nutzen kann. Zum anderen natürlich, das ist klassische Autonomie. Beste Art, wie sie ein Lehrbuch bieten kann. Finde ich auch. Dass man, wo man das, was man gerade gelernt hat, schon sofort einsetzen kann. Das ist ja perfekt immer. Und das letzte Beispiel, deine Kompetenzen. Das ist ja auch eine Art von Tests, wo man die Kompetenzen, die man gerade in den ganzen Kapitel erworben hat, prüfen könnte. Mhm. Eindeutig, würde ich sagen. Auch sehr gut strukturiert, diese Einheit. Auf die vier Sprachfertigkeiten. Sprechen, schreiben, lesen, hören. Aber hier, und unten sind auch die Projekte. Und hier sieht man ganz interessant, da gehen die Meinungen auseinander von A bis C. Also A, B, C habe ich jetzt hier gelesen. Wir haben es jetzt mal ein bisschen in die Kategorie Leiter gepackt. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, wie Marjana zum Beispiel die C angegeben hat, argumentieren würde. Sie würde sagen, naja, da kann ich individualisiert sehen, wo ich stehe. Genau. Dann, wenn ich das selber mache, also wieder individuell, ich arbeite daran individuell, kann ich sehen, was für mich noch schwierig sein könnte. Oder wenn wir dann ein Projekt nehmen, dann arbeiten wir wieder autonom, ja, mit einer Gruppe zum Beispiel zusammen. Richtig. Also dementsprechend hier, diese kleine Kompetenzen ist sogar relativ offen, ich würde sagen durchlässig, für euch auch als Lehrer, Lehrerin-Typ, eure Stärken einzubringen. Wenn ihr eine starke Leiterin seid, dann könnt ihr das stärker strukturell einfach das im Unterricht alles durchmachen. Denn gefordert wird alles, aber ich glaube auch hier Stärke ist, das ist nun wirklich, das ist für jeden Lehrer, Lehrerinnen-Typ in dieser Dreiteilung etwas, wo man etwas finden kann. Ja, und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Beispiel, ganz am Ende von dem, was wir gerade erzählt haben, weil hier haben wir alle drei Typen, über die wir heute gesprochen haben. Genau, und als Fazit, natürlich leitet die Befreiung mit oder das Befreien mit therapeutischer Nachsicht, das würde ich wirklich so führen. Sehr schön. Das werde ich mir jetzt, bevor ich schlafen gehe, immer gebetsmühlenartig sagen. Aber was ihr seht, was wir euch jetzt zeigen wollten auch, bei Komplett Plus ist für jeden Lehrer und Lehrerinnen-Typ etwas dabei. Ja. Und didaktisch ist es so verwoben, dass ihr euch weiterentwickeln könnt, sollt und vielleicht noch ein bisschen müsst. Was gut ist, weil ihr damit raus aus der Komfortzone kommt und sagen könnt, ich bin Lehrer, ich bin Lehrerin. Ja, warum? Man kann immer wieder was Neues ausprobieren und man hat diese Sicherheit, man ist schon safe mit dem, was man gerade vom Komplett bekommen hat. Ja. Und denkt dran, vielleicht ein Wort der Verabschiedung, nobody's perfect, but if you're a teacher, falls du ein Lehrer, Lehrerin bist, bist du verdammt nah an der Perfektion. Pretty damn close. Dementsprechend wünschen wir euch einen schönen Abend. Nehmt das ein bisschen mit. Arbeitet. Wir befreien euch jetzt im Abend. Mit therapeutischer Nachsicht zur Selbsttherapie. Sei auch anempfohlen, gutes Abendessen, Kirche, Nina, was weiß ich. Vielleicht therapeutisch ziehen wir Freude auch. Ja, okay. Wein mit Genossen. Getrunken. Solltet ihr natürlich noch Fragen haben, könnt ihr euch an unsere fantastische Laura wenden, die euch gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Und ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Verfolgen. Ich bin mir auch sicher, nicht, dass ich irgendwie unsicher bin. Du bist die sicherste von allen, muss ich gar nicht sagen. Ich bin ja so unsicher, dass ich sagen muss. Und dementsprechend, wir bleiben in Kontakt, so würde ich es auf alle Fälle sagen. Auf jeden Fall. Schönen Abend, macht es gut und ihr seid spitze. Und wir sehen uns wieder irgendwann
In komplett, oder? Mit komplett. Wir sehen uns komplett sicher wieder. Ja. Macht es gut. Adios. Ciao. Ciao. Schönen Abend.